Handschuhe mit den Knöpfen an, sonst komme ich zu spät. Ja, und ich will die Müller-Leute nicht warten lassen. Oh nein, wer ist denn das jetzt schon wieder? Ja, Stranitzky. Ach, Mama, du bist. Nein, störst du überhaupt nicht, aber ich habe im Moment keine Zeit. Ich muss in die Firma liefern. Ja. Mama, wir haben da noch eine kleine Fete. Danke, aber du, so lustig wird das ja gar nicht. Ist eine Abschiedsfeier. Hertha setzt sich doch zur Ruhe. Na, Hertha Müller. Naja, sie ist ja schon über 65 und dann den ganzen Tag auf dem Bein. Dabei hat sie es doch in Knien. Naja, die Augen wollen ja auch nicht mehr so. Und weißt du, als Abnehmerin, da muss man jeden falschen Stich sehen. Aber Mama, nein, die hat ja noch einen Mann. 72. Aber kerngesund. Hat sich doch mit 63 pensionieren lassen. Na eben, er 72, sie 65. Haben sie doch endlich mal was voneinander. Das ist gut, Mama. Ah, pack schon aus. Nein, Albert kommt gerade. Er hat doch das Geschenk abgeholt, eine Tischlampe. Ja, ich hab den Lampenschirm extra anfertigen lassen, du. Lauter Jagdmotive. Na, er war doch Förster. Wenn er dann die Lampe anmacht, dann fühlt er sich mitten im Wald. Ach, hübsch. Mama, Mama, jetzt muss ich los. Mama! Ja, in Ordnung. Auf Wiedersehen. Und Albert lässt dich herzlichst grüßen. Ja? So, ich habe sie doch gar nicht grüßen lassen. Habe ich gehört, brauche ich ihr nicht unter der Nase zu reiben. Gott, ist das hübsch. Ach, und wie das lebt. Besonders der kleine Hund hier vorne. Wieso, das ist doch ein Reh und außerdem mausetot. Die Flinte von dem Förster, die raucht doch noch. Ja? Ach, die schläft schon wieder. Gisela! Ach. Mit mir ist nicht mehr viel los. Man wird nicht ungestraft, 66. Ach, nur hör schon auf. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Mhm. So. Nun zeig mal. Gut. Na, was sagst du? Ausgezeichnet. Danke. Na, Fräulein, bitte. Sehr schön. Hm? Du bist doch wirklich die munterste von uns allen. Das war einmal. Vom Vierteljahrhundert. Sag mal, was soll ich denn dazu sagen? Bin doch kaum 20 Jahre jünger als du. Putzchen, das ist eine ganze Menge. Wenn das Leben ein Tag wäre, ist bei dir kurz Nachttisch. Bei mir gibt's schon Abendbrot. Was hat man da noch viel vor sich? Die ganze Nacht, Frau Müller. Und die Nacht ist doch das Schönste vom Tage. Trotzdem würde ich ab und zu mal schlafen. Oh, dazu ist immer noch Zeit, wenn man alt ist. Mhm. Natürlich nicht so alt wie Sie. Na, entzückend. Vielen Dank. Und Verzeihung, ich meine natürlich viel älter. Ja, aber so lange würde ich an deiner Stelle mit dem Schlafen nicht warten. Jetzt schläft die schon im Stehen. Na los, Puppe, komm, dann zeig's mal. Ne? Ja? Ausgezeichnet. So, danke. Na nun, habt ihr ein neues Mannequin? Ach, das ist Fräulein Hoffmann, meine Nachfolgerin. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Fräulein Hoffmann, meine Nachfolgerin, Frau Stranitzky. Ah, Sie sind die berühmte Frau Stranitzky. Oh, hab schon viel von Ihnen gehört. Ach ja, dass die Leute so reden. Was haben Sie uns denn Schönes gebracht? Bitte? Mhm. Gisela, ziehen Sie bitte mal das Kleid über. Wieso? Das Kleid ist doch schon abgenommen von Frau Müller. Mhm. Ah ja, ich darf mir es doch auch mal anschauen. Ich hätte es gerne mal angezogen gesehen. Mhm. Dann sich mal um. Sitzt ausgezeichnet. Das tut es bei mir eigentlich immer. Jetzt sind Sie wohl sehr enttäuscht, was? Kleid sah auf dem Bügel ganz anders aus. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sollten sich mal freuen. Jetzt kann ich ein weniger verstehen. Er sagte gerade zu mir, es macht direkt Spaß, sich über Frau Stranitzky zu ärgern. Ja? Na dann viel Spaß. Fräulein Hoffmann, können Sie mal kommen? Entschuldigung, der Chef. Bitte? Bisschen jung, aber wenn die älter wird... Na, die wird hier nicht alt. Wurden der weniger die aufgegabelt? In Paris. Sie war bei einem Modesalon beschäftigt. Versteht die überhaupt was von der Abnahme? Vor allem versteht sie eins. Den Chef einzuwickeln. Sie kriegt 200 Mark mehr als ich. Nein. Dann macht sie noch so ein bisschen auf rechter Hand. Den Zahn werde ich ihr ziehen. Wann beginnt deine Feier? Erst um 5. Ja? Dann gehe ich mal zu Herrn Weniger. Wo wollen Sie hin? Zu Herrn Weniger. Herr Weniger ist nicht zu sprechen. Herr Weniger ist für mich nicht zu sprechen? Herr Weniger ist für niemanden zu sprechen, auch für Sie nicht. Ja. Ach, du bist es, Stranitzky. Komm doch rein. Ja, ich wollte nicht stören.
Man hatte mir nämlich gesagt, Sie sind für niemanden zu sprechen. Für dich immer. Mach die Tür zu und setz dich. Entschuldigung. Ach Gott, ich kann den Sender nicht finden. Ja, was ist denn? Ich habe doch extra gesagt... Ach, Sie sind es, Fräulein Hoffmann. Kennen sich die Damen schon? Mhm. So, na, ihr werdet euch wohl gut vertragen. Mhm, an mir soll's nicht liegen. Jetzt hab ich's. Fräulein Hoffmann, sorgen Sie dafür, dass ich in den nächsten 10 Minuten nicht gestört werde. Es kommt nämlich gleich ein Interview mit meinem Freund Boris Hausenbacher. Sie kennen ihn persönlich? Ich liebe Hausenbacher über alles. Er ist wirklich einer unserer talentiertesten, also seine neue Oper. Der alte Löwe muss ja himmlisch sein. Ist gar nicht zu schildern, unbeschreiblich. Diese Dynamik in der musikalischen Aussage, diese elementare Kraft dieser 12 Töne. Und dann wird er plötzlich wieder ganz zart. Ja, man nennt ihn ja auch den Romantiker unter den 12 Tönen. Ach, es ist ein Jammer, dass die Kritik ihn so runtergerissen hat. Nur noch einmal wird der alte Löwe in dieser Saison gegeben. Ich weiß, nächsten Donnerstag. Ich gehe ja hin. So? Dann erleben Sie ein künstlerisches Ereignis. Und vor allem dieses herrliche Sextett im 3. Akt. Oh, entschuldige, Stranitzky. Aber man trifft wirklich selten Menschen, die Verständnis für meinen Freund Hausenbacher haben. Oh, wie sagen Sie das, Herr Weniger? Viele meiner Freunde lehnen ihn ja vollkommen ab, den Hausenberger, ja. Aber ich finde ihn ja also persönlich einer der Besten unter den Modernen. Das ist der Größten einer, ja. Sag mal, Tuschen, wie heißt denn eigentlich die Oper? Hör schon auf, weißt du ganz genau, der müde Löwe. Müde Löwe, der klingt aber mehr nach junger Katze. Albern. Ja? Können wir nicht nach Schluss der Pause hier einfach weggehen, so verschwinden? Ne? Das könnte dir so passen, was fällt denn dir ab? Jetzt blamier mich nicht, ja? Die Hoffmann. Guten Abend, meine liebe Frau Stranitzky. Guten Abend. Darf ich vorstellen? Mein Mann, Fräulein Hoffmann. Stranitzky, guten Abend. Ist es nicht himmlisch? Diese musikalische Konzeption? Der ganze 2. Akt ist ein einziger Aufschrei einer gequälten Kreatur. Finden Sie nicht auch? Es geht einem durch und durch. Ihnen auch? Ich meine, Hausenbacher bleibt natürlich Hausenbacher. Natürlich, und dann dieses einzigartige Sextett, was? Himmlisch. Aber das kommt doch erst im 3. Akt. Aber natürlich, das weiß ich doch. Ich sehe ja die Oper schließlich nicht zum 1. Mal. Ach, Sie waren schon in der Premiere. Das ist doch selbstverständlich. Wir versäumen doch keine Premiere vom Hausenbacher. Nicht? Und das Sextett wird Ihnen auch gefallen. Ja, die schönste Stelle in der Oper ist für mich allerdings der Schluss. Also, wenn Sie mich fragen, mir gefällt es am besten ganz ohne Schleife. Du hast recht, das ist die Lösung. Ich danke dir, Gisela. Aha. Wann kriege ich das Kleid am Freitag? Ja, ist aber das letzte Kleid von dieser Kollektion. Mehr schaffe ich nur wirklich nicht. Die 5 Entwürfe von gestern. Darüber brauchst du dir nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Wir haben nämlich einen Weg gefunden, der dich ein wenig entlastet. Wieso entlasten? Ja, das soll dir die Hoffmann zeigen. Das ist nämlich ihr Ressort. Sieh's dir mal an. Sekunde. Firma macht dein Atelier auf? Ein alter Traum von Herrn Weniger. Er wollte immer schon sein eigenes Musteratelier haben. Das wissen Sie doch. Natürlich. Ich sollte es ja mal leiten. Aber mein Mann war dagegen. Wen hat er denn jetzt dafür? Morgen kommen 5 Mädchen. Ich meine für die Leitung. Muss er doch eine erste Kraft haben. Na? Hat Herr Weniger Ihnen noch nichts erzählt? Nein. Bin ich aber neugierig. Was ist denn das? Was hängt denn da? Ist das ein Meisterbrief? Ja, mein Meisterbrief. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie... Ja, wir sind Kolleginnen. Dann leiten Sie also das Atelier. Ja. Frau Stranitzky, ich will Ihnen mal was sagen. Es gibt da einige Spannungen zwischen uns. Aber ich weiß nicht, das sind irgendwie Missverständnisse. Glauben Sie mir, ich habe die größte Achtung vor Ihnen und Ihrer Arbeit. Aber wir als Meisterin müssen doch zusammenhalten. Ich habe gar keinen Meisterbrief. Ach so? Naja, ist ja auch gar nicht so wichtig, mehr eine reine Formsache. In Wirklichkeit ist das fachliche Können ganz allein entscheidend. Ich kann natürlich jederzeit die Prüfung nachmachen. Natürlich können Sie das, aber wozu? Diese viele Theorie, die man da lernen muss.
Ich würde es heute auch nicht mehr behalten. Man wird ja schließlich nicht jünger. Und je älter man wird, desto weniger aufnahmebereit ist man in der Beziehung. Kurse zu besuchen. Wieso? Ich arbeite seit 26 Jahren ununterbrochen. Ja, das glaube ich Ihnen ja, aber ich rede ja nicht von der praktischen Seite. Für die Meisterprüfung wird ja noch anderes verlangt. Schnittzeichnen, Stoffkunde, Staatsbürgerkunde, Buchführung. Wieso? Buchführung auch? Ja. Wie lange dauert denn der Kursus? Na, ein halbes Jahr. Ah. Jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr. Naja, das merkt er. Sollte nämlich eine Überraschung werden. Ja, ja, aber das muss der Trutchen selbst sagen. In wenigen Augenblicken meldet sich... Ja, die ist heute in der Oper. Mit der Spätaufgabe. Ja, sie geht jetzt jeden Freitag. Sie will was für ihren inneren Menschen tun. Naja, andere Leute haben ihren Obsttag und sie hat ihren Operntag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Aber hör mal, du, wenn du die Tagesschau noch sehen willst, dann müssen wir jetzt Schluss machen. Die läuft schon. Bei den Untergängen, ja, ja. Die gestern... Ja, werde ich bestellen. Suchten, ja, bis dahin dann. ...das Ausmaß der Zerstörung noch nicht zu übersehen. Einige Flüsse sind über die Ufer getreten und haben große Teile Norditaliens überschwemmt. Berlin. Unmittelbar neben dem Opernhaus wurde heute Nachmittag eine 20-Zentner-Bombe gefunden. Da die Bergung sich äußerst schwierig gestaltete, ordnete die Polizei umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an. Die Vorstellung der Oper Aida musste ausfallen. Die enttäuschten Besucher wurden nach Hause geschickt. Frankreich. Modenschau in Paris. Jacques Dumont zeigt seine neue Kollektion. Heute Aida. Zeigen wir Ihnen aus unserer Serie. Na? Das war wohl eine Enttäuschung, was? Nein, was heißt Enttäuschung? War die schönste Aufführung, die ich je erlebt habe. Diese Stimmen, diese Musik, na und die Ausstattung. Du hast wirklich viel versäumt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Vielleicht komme ich das nächste Mal mit. Ach nein, ach das möchte ich lieber nicht. Bleib du, Mann, vor deinem Fernsehschirm. Du verdirbst mir bloß die Stimmung. Ne? Kriege ich jetzt gar nicht zu trinken. Da, 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 da. Frau Stranitzky. Albert, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Ich bin dir nachgefahren. Wieso denn? Im Taxi. Was gab's denn heute in deiner Oper? Das tapfere Schneiderlein? Ach, hör auf. Du, ich finde das aber gar nicht nett, dass du mir das verschwiegen hast. Ja, wieso? Du wolltest ja nicht, dass ich die Prüfung mache. Trutchen, wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet. Nein, 27. Schön 27. Und wenn da mal einer von uns Dummheiten macht, kann ihm doch der andere helfen. Die Gesetze von 1897 und 1908 haben sich zweifellos sehr segensreich für das Handwerk ausgewirkt. Die Neugründung von Innungen ging kräftig vorwärts und zwar so gut wie ausschließlich. Fichu. Aua. Fichu. Großes Brusttuch. Ach, auch das noch. Oder Busentuch, dessen Enden vorne gekreuzt und im Rücken verknüpft werden, wird häufig mit dem Jabot verwechselt. Der Vorteil der Staffelform besteht in der jederzeitigen Kenntnis des jeweiligen Bestandes, allerdings des Sollbestandes. Man kann diesen aus der Lagerkarte in der Buchhaltung jederzeit ablesen. Das war der Wetterbericht und nun wieder Musik für die Hausfrau. Rock aufheben. Na, am besten gar nicht hingucken, dann haben wir nichts gesehen. Gutchen, Telefon, die Firma. Ach, dass man nie in Ruhe arbeiten kann. Was ist bloß mit dir los? Kann man gar nicht mehr mit ansehen. Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Und müde sieht sie aus. Wie soll das bloß weitergehen? Wir schaffen überhaupt nichts mehr raus. Na ja, es musste ja mal so kommen, wenn man jahrelang Raubbau mit seiner Gesundheit treibt. Vielleicht ist sie krank. Das heißt vielleicht? Die Symptome kenne ich. Bei meiner Nachbarin fing es genauso an. Ich habe ihr immer gesagt, schonen Sie sich, Frau Mühleisen, schonen Sie sich. Tja, und was hat sie nur davon?
Jetzt können Ihre Verwandten Sie mit der Gießkanne besuchen. Ja. Gut. In Ordnung. Was war denn? Die Hoffmann will die Stoffe abholen lassen von den Kleidern, die ich... Ich schaff's ja einfach nicht mehr. Diese Woche waren es wieder zwei Kleider weniger. Die Firma kommt durch mich in Lieferschwierigkeiten und jetzt wollen sie... wollen mein Cocktailkleid von jemand anders kopieren lassen. Wir werden sich auch schon Gedanken machen. Warum sagst du nicht einfach, dass du deine Meisterprüfung machst? Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Damit will ich Sie überraschen. Was fummeln Sie denn nun schon wieder? Zur Beruhigung. Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Das ist schon ganz schlecht vor Aufregung. Also, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde die mündlichen Prüfungen aber abschaffen. Man weiß doch nie was, wenn die einen plötzlich alle so anstarren. Mein Gott, mehr als durchfallen können wir ja schließlich nicht. Ja, ich finde, das genügt dann. Was? Oh. Ach, du meine Güte. Das ist denn nun? So. Oh Gott. Ja, was ist passiert? Ich hatte schon wieder vergessen. Ja, was denn? Gab's den Reifrock nun im Empire oder im Rokoko? Im Rokoko. Und später dann als Krioline. Wo haben Sie das Röhrchen? Hm? Ja. Und im Empire zwischendurch, da war alles fließend. Ja? Und vergessen Sie nicht, die Taille war nach oben gerutscht. Bis hierher. Ach, Sie haben's gut, Sie wissen alles. Unberufen. Frau Stranitzky. Ich hoffe. Du grüne Neuner. Sie gestatten, ja? Danke. Schön. Guten Tag. Frau Gertrud Stranitzky. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte kommen Sie näher, nehmen Sie Platz. Ja. Sind Sie hier? Dieses, wenn wir den Punkt nach vorn nehmen, dann kommen wir doch besser zurecht. Ja, ja, ja. Ist gut, Frau Stranitzky. Frau Stranitzky, würden Sie uns etwas über die Mode im Empire erzählen? Im Empire, da trug man alles fließend. Und die Taille, die war nach oben gerutscht, ja? Und vielleicht etwas übers Rokoko. Ja, natürlich. Im Rokoko. Frau Stranitzky, welche Bücher müssen in einem Handwerksbetrieb geführt werden? Das Lodenbuch. Und? Führen Sie in Ihrem Betrieb kein Wareneingangsbuch, kein Kassenbuch? Nein. Doch, natürlich. Entschuldigen Sie bitte, ja. Das macht nämlich alles mein Albert. Das ist mein Mann, ja. Der ist Steuerberater und Buchprüfer, Vereidigter. Wenn Sie irgendeine Frage haben... Nein, nein, danke. Frau Stranitzky, können Sie uns etwas über den Inhalt eines Lehrvertrags sagen? Natürlich kann ich das. Bilde ja seit über 20 Jahren Lehrlinge aus. Na also, dann versuchen wir es doch mal. Im Lehrvertrag muss stehen... Name und Anschrift des Lehrherrn, des Lehrlings und des gesetzlichen Vertreters. Die gegenseitigen Leistungen und Pflichten und alles, was sonst so dazugehört. Und was gehört sonst noch dazu? Ich meine, was ist besonders wichtig? Eine Lehrzeit dauert ja nicht ewig. Nein, bei mir jedenfalls nicht, denn meine Lehrlinge sind noch nie durch eine Gesellenprüfung gefallen. Also keine einzige bei mir. Bei mir auch nicht, Frau Stranitzky. Also schön. Ein Lehrvertrag muss noch enthalten Dauer und Probe des Lehrverhältnisses, die vorzeitige, einseitige Lösungsmöglichkeit des Lehrvertrages, die Urlaubsdauer und die vereinbarten Berufsausbildungsbeihilfen. Ja, das wär's wohl. Eine Kleinigkeit fehlt noch, nämlich das vom Lehrling zu erlernende Handwerk. Wieso, das ist doch wohl selbstverständlich. Ich sitze nicht zu meinem Vergnügen hier. Na, ich glaube, auf diesen Tag haben Sie sich doch die ganzen Wochen gefreut. Wie bitte? So geht das natürlich nicht. Ich glaube, wir verzichten auf weitere Fragen. Danke, Frau Stranitzky. Sie können gehen. Sie können gehen. Ja, was machen wir denn nun? Das Meisterstück war sehr gut. Schriftliche Arbeiten, Theorie, schlecht. Naja, der Fall ist ja wohl klar. Oder ist jemand anderer Ansicht? Ja, ich. Ich kenne Frau Stranitzky. Wir sind nicht befreundet, das haben Sie ja wohl gemerkt.
Dass sie in der theoretischen Arbeit schlecht war, wundert mich nicht. Ist nicht ihre Stärke. Aber in der Praxis, da ist sie sehr gut. Ja, und dass sie eben versagt hat, das kommt daher, weil sie nicht gewusst hat, dass ich hier in der Kommission sitze. Ich hätte es ihr sagen müssen. Deshalb drücken Sie doch ein Auge zu. Versuchen Sie es nochmal. Sie machen mir Spaß. Ja. Dann in Gottes Namen, rufen Sie nochmal rein. Na? Bestanden. Der Vorsitzende hat gesagt, ich soll mich bei der Hoffmann bedanken. Ach, und wenn schon. Aber komm doch, Gutchen, das ist doch Unsinn. Wieder eins zurückgekommen? Ja. Von wem? Meier, Stuttgart. Lass mal sehen. Recht hat er. Ich kann diese verschnittenen Fummel schon nicht mehr sehen. Häng's nach vorne auf den Rammständer. Vielleicht werden wir es zum Ausverkauf los. Mahlzeit. Frau Stranitzky, ich komme gleich wieder. Stranitzky? Ja, guten Tag, Herr Weniger. Tag, meine Süße, wie viel lieferst du uns denn heute? 6 Stück. Na also, dann flutscht es ja wieder bei dir. Ich habe mir in den letzten Wochen richtig Sorgen um dich gemacht. Du hast mir gar nicht gefallen. Was war denn bloß los mit dir? Ja, wieso? Hat Fräulein Hoffmann nichts erzählt? Fräulein Hoffmann? Nein. Was du da war... Hallo, pack mal aus, ja? Komm rein. Ja. Was ist denn? Unter uns gesagt, Stranitzky. Ja? Aber komm, setz dich. Ja. Ich hatte mir mehr von der Hoffmann versprochen. Aber nichts als Retouren hat sie mir gebracht. Wieso Retouren? Schau, wir mussten noch vor ein paar Wochen Stoffe von dir holen, weil du mit der Lieferung nicht nachkamst. Ja, ich weiß. Wer hat mein Cocktailkleid eigentlich kopiert? Ja, das ist es ja, die Hoffmann in unserem eigenen Atelier. Nichts sitzt. Nein. Sie hat schon versucht, es zu ändern, aber da muss irgendein Kniff sein, auf den sie nicht kommt. Stranitzky, ich weiß, es ist viel verlangt, aber sieh sie dir doch wenigstens mal an. Aha. Ja, werden wir quitt. Was sagst du? Ach, nichts. Schicken Sie sie mir mal rum. Ja, Stranitzky. Ach, du bist es, Mutter. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir sind sowieso noch auf. Na, Trutchen kannst du im Moment nicht sprechen, die arbeitet noch. Jetzt ist es fertig. Na, nun los, nun kommen Sie mal her. Tatsächlich. Also, man lernt nie aus. Wie haben Sie das gemacht? Na, Rücken musste schräg genommen werden. Das ganze Geheimnis. Frau Stranitzky, ich weiß gar nicht, wie... Na, nun hören Sie auf. Dazu haben wir doch jetzt keine Zeit. Wenn wir bei uns ranhalten, dann kriegen wir alles heute Nacht noch fertig. Dann kann ich Sie gleich runternehmen. Ja. Ah. Nee, da muss ich den Rücken doch noch neu zuschneiden. Frau Stranitzky, ich will Ihnen mal was sagen. Es gibt da einige Spannungen zwischen uns. Aber ich weiß nicht, das sind irgendwie Missverständnisse. Glauben Sie mir, ich habe die größte Achtung vor Ihnen und Ihrer Arbeit. Aber wir als Meisterin müssen doch zusammenhalten.
Ich habe gar keinen Meisterbrief. Ach so? Naja, ist ja auch gar nicht so wichtig, mehr eine reine Formsache. In Wirklichkeit ist das fachliche Können ganz allein entscheidend. Ich kann natürlich jederzeit die Prüfung nachmachen. Natürlich können Sie das, aber wozu? Diese viele Theorie, die man da lernen muss. Ich würde es heute auch nicht mehr behalten. Man wird ja schließlich nicht jünger. Und je älter man wird, desto weniger aufnahmebereit ist man in der Beziehung. Ich muss Kursus zu besuchen. Wieso? Ich arbeite seit 26 Jahren, ununterbrochen. Ja, das glaube ich Ihnen ja, aber ich rede ja nicht von der praktischen Seite. Für die Meisterprüfung wird ja noch anderes verlangt. Schnittzeichnen, Stoffkunde, Staatsbürgerkunde, Buchführung, Kalkulation. Wieso, Buchführung auch? Ja. Wie lange dauert denn der Kursus? Na, ein halbes Jahr. Ah. Jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr. Naja, das merkt er. Sollte nämlich eine Überraschung werden. Ja, ja, aber das muss der Trutchen selbst sagen. In wenigen Augenblicken meldet sich... Ja, die ist heute in der Oper. Mit der Spätaufgabe. Ja, sie geht jetzt jeden Freitag. Sie will was für ihren inneren Menschen tun. Naja, andere Leute haben ihren Obsttag und sie hat ihren Operntag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Aber hör mal, du, wenn du die Tagesschau noch sehen willst, dann müssen wir jetzt Schluss machen. Die läuft schon. Bei den Unfällen, ja, ja. Die gestern... Ja, werde ich bestellen. Heim suchten, ja, bis dahin dann. ...das Ausmaß der Zerstörung noch nicht zu übersehen. Einige Flüsse sind über die Ufer getreten und haben große Teile Norditaliens überschwemmt. Berlin. Unmittelbar neben dem Opernhaus wurde heute Nachmittag eine 20-Zentner-Bombe gefunden. Da die Bergung sich äußerst schwierig gestaltete, ordnete die Polizei umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an. Die Vorstellung der Oper Aida musste ausfallen. Die enttäuschten Besucher wurden nach Hause geschickt. Frankreich. Modenschau in Paris. Jacques Dumont zeigt seine neue Kollektion. Und nun zeigen wir Ihnen aus unserer Serie. Na? Das war wohl eine Enttäuschung, was? Nein, was heißt Enttäuschung? War die schönste Aufführung, die ich je erlebt habe. Diese Stimmen, diese Musik, na und die Ausstattung. Du hast wirklich viel versäumt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Vielleicht komme ich das nächste Mal mit. Ach nein, ach das möchte ich lieber nicht. Bleib du mal vor deinem Fernsehschirm. Du verdirbst mir bloß die Stimmung. Hm? Kriege ich jetzt gar nicht zu trinken? Da, 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 da. Frau Strenning. Herr Weniger ist für mich nicht zu sprechen. Herr Weniger ist für niemanden zu sprechen, auch für Sie nicht. Ja. Ach, du bist es, Stranitschi. Komm doch rein. Ja, ich wollte nicht stören. Man hatte mir nämlich gesagt, Sie sind für niemanden zu sprechen. Für dich immer. Mach die Tür zu und setz dich. Entschuldigung. Ach Gott, ich kann den Sender nicht finden. Ja, was ist denn? Ich habe doch extra gesagt... Ach, Sie sind es, Frau Hoffmann. Kennen sich die Damen schon? Mhm. So, na, ihr werdet euch wohl gut vertragen. Mhm, an mir soll's nicht liegen. Jetzt hab ich's. Fräulein Hoffmann, sorgen Sie dafür, dass ich in den nächsten 10 Minuten nicht gestört werde. Es kommt nämlich gleich ein Interview mit meinem Freund Boris Hausenbacher. Sie kennen ihn persönlich? Ich liebe Hausenbacher über alles. Er ist wirklich einer unserer talentiertesten, also seine neue Oper. Der alte Löwe muss ja himmlisch sein. Das ist gar nicht zu schildern. Unbeschreiblich. Diese Dynamik in der musikalischen Aussage, diese elementare Kraft dieser 12 Töne. Und dann wird er plötzlich wieder ganz zart. Ja, man nennt ihn ja auch den Romantiker unter den 12 Tönen. Ach, es ist ein Jammer, dass die Kritik ihn so runtergerissen hat. Nur noch einmal wird der alte Löwe in dieser Saison gegeben. Ich weiß, nächsten Donnerstag. Ich gehe ja hin. So? Dann erleben Sie ein künstlerisches Ereignis. Und vor allem dieses herrliche Sextett im dritten Akt. Da, di, dun, da, da, bun, di, da. Oh, entschuldige, Stranitzky. Aber man trifft wirklich selten Menschen, die Verständnis für meinen Freund Hausenbacher haben. Oh, wie sagen Sie das, Herr Weniger? Viele meiner Freunde lehnen ihn ja vollkommen ab, den Hausenberger, ja. Aber ich finde ihn ja also persönlich einer der Besten unter den Modernen. Das ist der Größten einer, ja. Sag mal, Trutchen, wie heißt denn eigentlich die Oper? Hör schon auf, weißt du ganz genau, der müde Löwe. Müde Löwe, der klingt aber mehr nach junger Katze.
Albern. Hör mal, ja? Können wir nicht nach Schluss der Pause hier einfach weggehen, so verschwinden? Oder? Was könnte dir so passen? Was fällt denn dir ab? Jetzt blamier mich nicht, ja? Die Hoffmann. Guten Abend, meine liebe Frau Stranitzky. Guten Abend. Darf ich vorstellen? Mein Mann, Fräulein Hoffmann. Stranitzky, guten Abend. Ja. Ist das nicht himmlisch? Diese musikalische Konzeption? Der ganze zweite Akt ist ein einziger Aufschrei einer gequälten Kreatur. Finden Sie nicht auch? Es geht einem durch und durch. Ihnen auch? Ich meine, Hausenbacher bleibt natürlich Hausenbacher. Natürlich, und dann dieses einzigartige Sextett, was? Himmlisch. Aber das kommt doch erst im dritten Akt. Aber natürlich, das weiß ich doch. Ich sehe ja die Oper schließlich nicht zum ersten Mal. Ach, Sie waren schon in der Premiere. Das ist doch selbstverständlich. Ich schaff's ja einfach nicht mehr. Diese Woche waren es wieder zwei Kleider weniger. Die Firma kommt durch mich in Lieferschwierigkeiten und jetzt wollen Sie... wollen mein Cocktailkleid von jemand anders kopieren lassen. Sie werden sich auch schon Gedanken machen. Warum sagst du nicht einfach, dass du deine Meisterprüfung machst? Nee. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Damit will ich Sie überraschen. Was fummeln Sie denn nun schon wieder? Zur Beruhigung. Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Ach, das ist schon ganz schlecht vor Aufregung. Also, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde die mündlichen Prüfungen aber abschaffen. Man weiß doch nie was, wenn die einen plötzlich alle so anstarren. Mein Gott, mehr als durchfallen können wir ja schließlich nicht. Ja, ich finde, das genügt aber. Was? Oh. Ach, du meine Güte. Das ist denn nun? So. Oh Gott. Ja, was ist passiert? Ich hatte schon wieder vergessen. Ja, was denn? Gab's den Reifrock nun im Empire oder im Rokoko? Im Rokoko. Und später dann als Krioline. Wo haben Sie das Röhrchen? Hm? Ja. Und im Empire zwischendurch, da war alles fließend. Ja? Und vergessen Sie nicht, die Taille war nach oben gerutscht. Bis hierher. Ach, Sie haben's gut. Sie wissen alles. Unberufen. Frau Stranitzky. Ich hoffe. Du grüne Neune. Sie gestatten, ja? Danke. Guten Tag. Frau Gertrud Stranitzky, bitte nehmen Sie Platz. Bitte kommen Sie näher, nehmen Sie Platz. Ja. Achso, sind Sie hier? Dieses, wenn wir den Punkt nach vorn nehmen, dann kommen wir doch besser zurecht. Ja, gut. Ja, ja. Ja. Ist gut, Frau Stranitzky. Frau Stranitzky, würden Sie uns etwas über die Mode im Empire erzählen? Im Empire, da trug man alles fließend. Und die Taille, die war nach oben gerutscht, ja? Und vielleicht etwas übers Rokoko. Ja, natürlich. Im Rokoko. Frau Stranitzky, welche Bücher müssen in einem Handwerksbetrieb geführt werden? Das Lodenbuch. Und? Führen Sie in Ihrem Betrieb kein Wareneingangsbuch, kein Kassenbuch? Nein. Doch, natürlich. Entschuldigen Sie bitte, ja. Das macht nämlich alles mein Albert. Das ist mein Mann, ja. Der ist Steuerberater und Buchprüfer, Vereidigter. Wenn Sie irgendeine Frage haben... Nein, nein, danke. Frau Stranitzky, können Sie uns etwas über den Inhalt eines Lehrvertrags sagen? Natürlich kann ich das. Bilde ja seit über 20 Jahren Lehrlinge aus. Na also, dann versuchen wir. Gisela, ziehen Sie bitte mal das Kleid über. Wieso? Das Kleid ist doch schon abgenommen. Von Frau Müller. Mhm. Ah ja. Ich darf mir es doch auch mal anschauen. Ich hätte es gerne mal angezogen gesehen. Schauen Sie sich mal um. Sitzt ausgezeichnet. Das tut es bei mir eigentlich immer. Jetzt sind Sie wohl sehr enttäuscht, was? Kleid sah auf dem Bügel ganz anders aus. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sollten sich mal freuen. Jetzt kann ich ein weniger verstehen. Er sagte gerade zu mir, es macht direkt Spaß, sich über Frau Stranitzky zu ärgern. Ja? Na dann viel Spaß. Fräulein Hoffmann, können Sie mal kommen? Entschuldigung, der Chef. Bitte. Bisschen jung, aber wenn die Ältere... Na, die wird hier nicht alt. Wurden der weniger die aufgegabelt? In Paris. Sie war bei einem Modesalon beschäftigt. Versteht die überhaupt was von der Abnahme? Vor allem versteht sie eins. Den Chef einzuwickeln. Sie kriegt 200 Mark mehr als ich. Nein. Dann macht sie noch so ein bisschen auf rechter Hand. Den Zahn werde ich ihr ziehen. Wann beginnt deine Feier? Erst um 5.
Ja? Dann gehe ich mal zu Herrn Weniger. Wo wollen Sie hin? Zu Herrn Weniger. Herr Weniger ist nicht zu sprechen. Herr Weniger ist für mich nicht zu sprechen? Herr Weniger ist für niemanden zu sprechen, auch für Sie nicht. Ja. Ach, du bist es, Stranitzky. Komm doch rein. Ja, ich wollte nicht stören. Man hatte mir nämlich gesagt, Sie sind für niemanden zu sprechen. Für dich immer. Mach die Tür zu und setz dich. Entschuldigung. Ach Gott, ich kann den Sender nicht finden. Ja, was ist denn? Ich habe doch extra gesagt... Ach, Sie sind es, Frau Hoffmann. Kennen sich die Damen schon? Mhm. So, na, ihr werdet euch wohl gut vertragen. Mhm. An mir soll's nicht liegen. Jetzt hab ich's. Fräulein Hoffmann, sorgen Sie dafür, dass ich in den nächsten 10 Minuten nicht gestört werde. Es kommt nämlich gleich ein Interview mit meinem Freund Boris Hausenbacher. Sie kennen ihn persönlich? Ich liebe Hausenbacher über alles. Er ist wirklich einer unserer talentiertesten, also seine neue Oper. Der alte Löwe muss ja himmlisch sein. Ist gar nicht zu schildern, unbeschreiblich. Diese Dynamik in der musikalischen Aussage, diese elementare Kraft dieser 12 Töne und dann wird er plötzlich wieder ganz zart. Ja, man nennt ihn ja auch den Romantiker unter den 12 Tönen. Ach, es ist ein Jammer, dass die Kritik ihn so runtergerissen hat. Nur noch einmal wird der alte Löwe in dieser Saison gegeben. Ich weiß, nächsten Donnerstag, ich gehe ja hin. So? Dann erleben Sie ein künstlerisches Ereignis. Und vor allem dieses herrliche Sextett im 3. Akt. Da, die, da, da, die, da. Oh, entschuldige, Stranitzky. Aber man trifft wirklich selten Menschen, die verstehen. In Wirklichkeit ist das fachliche Können ganz allein entscheidend. Ich kann natürlich jederzeit die Prüfung nachmachen. Natürlich können Sie das, aber wozu? Diese viele Theorie, die man da lernen muss. Ich würde es heute auch nicht mehr behalten. Man wird ja schließlich nicht jünger. Und je älter man wird, desto weniger aufnahmebereit ist man in der Beziehung. Kurses zu besuchen. Wieso? Ich arbeite seit 26 Jahren, ununterbrochen. Ja, das glaube ich Ihnen ja, aber ich rede ja nicht von der praktischen Seite. Für die Meisterprüfung wird ja noch anderes verlangt. Schnittzeichnen, Stoffkunde, Staatsbürgerkunde, Buchführung, Kalkulation. Wieso, Buchführung auch? Ja. Wie lange dauert denn der Kursus? Na, ein halbes Jahr. Ah. Jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr. Naja, das merkt er. Sollte nämlich eine Überraschung werden. Ja, ja, aber das muss der Trutchen selbst sagen. In wenigen Augenblicken meldet sich... Ja, die ist heute in der Oper. Mit der Spätaufgabe. Ja, sie geht jetzt jeden Freitag. Sie will was für ihren inneren Menschen tun. Naja, andere Leute haben ihren Obsttag und sie hat ihren Operntag. Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Aber hör mal, du, wenn du die Tagesschau noch sehen willst, dann müssen wir jetzt Schluss machen. Die läuft schon. Bei den Untergängen, ja, ja. Die gestern... Ja, werde ich bestellen. Suchten, ja, bis dahin dann. ...das Ausmaß der Zerstörung noch nicht zu übersehen. Einige Flüsse sind über die Ufer getreten und haben große Teile Norditaliens überschwemmt. Berlin. Unmittelbar neben dem Opernhaus wurde heute Nachmittag eine 20-Zentner-Bombe gefunden. Da die Bergung sich äußerst schwierig gestaltete, ordnete die Polizei umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an. Die Vorstellung der Oper Aida musste ausfallen. Die enttäuschten Besucher wurden nach Hause geschickt. Frankreich. Modenschau in Paris. Jacques Dumont zeigt seine neue Kollektion. Und nun zeigen wir Ihnen aus unserer Serie. Na? Das war wohl eine Enttäuschung, was? Nein, was heißt Enttäuschung? War die schönste Aufführung, die ich je erlebt habe. Diese Stimmen, diese Musik, na und die Ausstattung. Du hast wirklich viel versäumt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Vielleicht komme ich das nächste Mal mit. Ach nein, ach das möchte ich lieber nicht. Bleib du mal vor deinem Fernsehschirm. Du verdirbst mir bloß die Stimmung. Hm? Kriege ich jetzt gar nichts zu trinken? Da, 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 da. Frau Stranitzky. Albert, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Ich bin dir nachgefahren. Wieso denn? Im Taxi. Was gab's denn heute in deiner Oper? Das tapfere Schneiderlein? Ach, hör auf. Du, ich finde es aber gar nicht nett, dass du mir das verschwiegen hast. Ja, wieso? Du wolltest ja nicht, dass ich die Prüfung mache. Trutchen, wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet. Nein, 27. Schön 27. Und wenn da mal einer von uns Dummheiten macht, kann ihm doch der andere helfen. Die Gesetze von 1897 und 1908... Recht hat er. Ich kann diese verschnittenen Fummel schon nicht mehr sehen. Häng's nach vorne auf den Rammständer.
Vielleicht werden wir es zum Ausverkauf los. Mahlzeit. Was? Frau Stranitzky, ich komme gleich wieder. Stranitzky? Ja, guten Tag, Herr Weniger. Tag, meine Süße, wie viel lieferst du uns denn heute? 6 Stück. Na also, dann flutscht es ja wieder bei dir. Ich habe mir in den letzten Wochen richtig Sorgen um dich gemacht. Du hast mir gar nicht gefallen, was war denn bloß los mit dir? Ja, wieso, hat Fräulein Hoffmann nichts erzählt? Fräulein Hoffmann, nein. Was du da war... Hallo, pack mal aus, ja? Komm rein. Ja. Was ist denn? Unter uns gesagt, Stranitzky. Ja. Oh, komm, setz dich. Ja. Ich hatte mir mehr von der Hoffmann versprochen. Aber nichts als Retouren hat sie mir gebracht. Wieso Retouren? Schau, wir mussten noch vor ein paar Wochen Stoffe von dir holen, weil du mit der Lieferung nicht nachkamst. Ja, ich weiß. Wer hat mein Cocktailkleid eigentlich kopiert? Ja, das ist es ja, die Hoffmann in unserem eigenen Atelier. Nichts sitzt. Nein. Sie hat schon versucht, es zu ändern, aber da muss irgendein Kniff sein, auf den sie nicht kommt. Stranitzky, ich weiß, es ist viel verlangt, aber sieh sie dir doch wenigstens mal an. Aha, ja, werden wir quitt. Was sagst du? Ach, nichts. Schicken Sie sie mir mal rum. Ja, Stranitzky. Ach, du bist es, Mutter. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir sind sowieso noch auf. Na, Trutchen kannst du im Moment nicht sprechen, die arbeitet noch. Jetzt ist es fertig. Na, nun los, nun kommen Sie mal her. Tatsächlich. Also, man lernt nie aus. Wie haben Sie das gemacht? Na, Rücken musste schräg genommen werden. Das ganze Geheimnis. Frau Stranitzky, ich weiß gar nicht, wie... Na, nun hören Sie auf, dazu haben wir doch jetzt keine Zeit. Wenn wir bei uns ranhalten, dann kriegen wir alles heute Nacht noch fertig. Dann kann ich Sie gleich runternehmen. Ja, ah. Nee, da muss ich den Rücken doch noch neu zuschneiden.